Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Star Wars Battlefront und diesmal in der richtigen Fraktion, und zwar mit den Kampfdruiden. Wenn es endlich startet. Wunderbar. Und zwar Kashyyyk. Das ist auch mit einer der Karten, die am längsten dauert, habe ich so persönlich das Gefühl. Jedenfalls vom Gefühl her. Habe ich eigentlich schon hier irgendeine neue... Oh! Was brauche ich da? Gildatta. Meilenstein, 500 Angriff-Kills. Okay, gut. Oh, bei Nacht. Boah, geil. Die heutige glorreiche Strategie bringt uns die Eroberung von Kashyyyk. Unsere Flotte greift aus dem Orbit an und Bodentruppen verhindert den Start feindlicher Schiffe. Das ist eure Aufgabe. NTTS kauft uns über amerikanische Kreuzer. Beschützt den Multitruppentransporter vor Klonsoldaten in Ionidisruptoren. Warte. Ja, Kampfdruiden. Ich mag's. Einfach designtechnisch. Nicht wie sie dargestellt werden. Und weil die im Prinzip ja hauptsächlich aus Kanonen bestehen. Hallo. Nein, wie könnt ihr es wagen? Hallo? Will eigentlich hier zurück. Ich höre doch wen. Nein! Nicht dein Ernst! Wie zum Geier! Also eigentlich hätte ich ihn vorher umbringen müssen. Das ist auch ein schöner Satz. Hallo. Vor allem da fragt man sich, wenn ich keine Helden spielen kann, warum habe ich die eigentlich direkt mit den ersten 30 Punkten, die ich gespielt habe, zwei gekauft? Ich weiß es nicht. Einfach. Ach, Hallöchen. Das Lustige ist, wir können ja auch hier drunter durchlaufen. Oh. Kontrollpunkt 1. Ab jetzt ist mit erhöhtem Widerstand zu rechnen. Hey, bleib stehen und verrecke. Granate auf dem Weg. Ach, die ziehen sich zurück. Ion macht durch die NPC-Verteidigung. Was zum... Ich hätte eigentlich auf Shotgun wechseln sollen. Ich hab schon geleckt. Versteht euch nicht. Ich will wieder in die Luft. Da kann ich fliegen. Und abknallen. Und Punkte farmen. Dass ich auf dem Boden schon verrecke. Blöde Sau. Zum Beispiel, so fliegt man nicht. Ein MTT nimmt Schaden. Ich hätte gern Leben. Was zum... Ziel erfasst. Hallo. Das ist. Hier war mal eine Einheit. Also hier war mal so ein Ding, womit man Ionen, also Ionendisruptor. Mann, oh Meta. Was ist denn heute los? Das war aber doch noch recht krass vor, halt. Ich bin der Kapitän des Millennium Falcon. Ah, da kommen schon die ersten Helden. Held der Republik im Einsatzgebiet. Da ist jetzt nicht wirklich ein Held der Republik. Oh, da gibt's schon Jäger in der Luft. Wow. Granate auf dem Weg. Ups. War zu spät. Die Sache ist... Wenn ich hier jetzt weiter quatschen muss, dann spiele ich auch mal. Da, au. Nein, ich gehe doch lieber mal wieder ein bisschen in Deckung. Au! Ja, suche ich. Aber wer weißt du das? Au. Naja.
Millionen Schaden an einem Transporter. Ich will jetzt in die Luft. Nein, ich will den Panzer. Das will ich in Wahrheit. Zerteidigen? Ja, wir zerteidigen jetzt unseren Panzer. Und zwar mit Panzer. Das Blöde ist, ich hatte auch mal einen Panzer gespawnt. Und der ist halt... Oh, gut gezielt. Die Republik hat einen MTT beschädigt. In einem MTT gespawnt. Guten Abend, guten Tag. Hallo. Geht da irgendwo was? Ne, die Schüsse sind zu langsam. Wie gesagt, die haben leider alle keine Innenansicht. Normalerweise müsste sonst direkt eine Innenansicht starten. Der Panzer hat keine Innenansicht. Ja, der Panzer ist recht mächtig, muss ich sagen. Hallo? Bleib doch hier! Fliehe nicht vor der Macht der Separatisten. Oder doch fliehe. Lass dich am besten dann über den Rücken schießen. So, verlassen. Hä? Wer wagt es? Panzer! Panzer, ich begrüße dich. Das Blöde ist, diese, die einige Fähigkeiten vom Panzer kann man echt nur benutzen, wenn man auf einer flachen Ebene steht. Komm. Hallo. Schieß doch mal. Hier ist auch noch irgendwo einer. Da! Das ist nämlich immer so ein bisschen blöd, wenn du auch einfach nur mit dem Teil da ein bisschen rumlaufen willst, kann das gut passieren, dass du einfach nur verreckst. Nein, das finde ich nicht gut. Hallo? Hallo? Das Blöde ist, man sieht irgendwann keine Feinde mehr. Ihr dachtet, ich würde weglaufen, hä? Ja, nee, du ergibst dich anscheinend, lieber. Unser neuer Feind ist sehr stark. Beide Panzer einfach mal so hier lang fahren. Oh nein. Jedi. Jedi Master. Hallo. So langsam reicht's mal. Ja, wie konnte mein Typ selbst Schaden bekommen, wenn ich ihn fragen darf? Ich glaube, ich möchte erstmal hier ein bisschen irgendwann an den Rand fahren, um mich wieder in den Siege-Mode sozusagen zu begeben. Ach, hallo, das habe ich ja gar nicht gesehen. Feind erfasst dich. Ist mir doch egal. Ich bin ein Panzer. Ein Panzer, der auch nur mit der Zeit einfach mehr wieder Leben bekommt. Hallo. Okay, gut, ich verlasse. Weil ich das nicht da vorne richtig angesehen kann. Feind erfasst dich. Ja, 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 ja. Guten Abend, guten Tag. Wie geht's denn so? Hallo. Au. Ich wollte auch irgendwann mal wieder in die Luft. Das wisst ihr doch. Welt verfügbar. Interessiert mich doch nicht. Ich will nochmal. Nee, ich will nochmal Panzer fahren. Deshalb, die Panzer sind so toll. Sind halt wirklich heftig auf offenen Karten. Naja, der einen, wie sind es gerade mal? Bob. Wow, der eine hat gerade mal Hälfte Leben verloren. Schwer beschädigt, nämlich was anderes. Hallo. Endlich bekommen wir unsere Rache. Jetzt komme ich aber nicht am MTT vorbei.
Das sind gewisse Problematiken. Wie komme ich da jetzt vorbei? Komm ich hier lang? Ne, wir wissen ja alle, Panzer können nicht durch Wald fahren. Der denkt sich auch, wie komme ich hier vorbei? Einfach mal vorbei fahren. Dass das nicht erneut vorkommt. Jaha. Ihr habt einen Kopfgeldjäger bestellt. Ja, aber noch viel lieber würde ich hier gern vorbeikommen, hallo? Bist du irgendwie blöd? Also es gibt schon dumme Menschen, aber... Baller da mal unten rein. Hi! Ich komm vorbei! Au, ich will hier mal durch. Ich sterb schon wieder, aber egal. Splash Damage for the win. Oh, Jedi. Jedi. Das ist mir herzlich Wurst, solange der Jedi... Drehen. Ich hab's überfahren! Wir müssen uns für unseren Angriff auf den Kreuzer bereit machen. Nehmt die zwei Juggernaut-Turbo-Panzer ins Visier, die das Schiff schützen, und sprengt ihre Kontrollzentren. Ich sehe halt kaum was. Das ist ein gewisses Problem. Ich will auch gern wieder in den Siege-Mode. Hallo? Oh, das ist doch... Ich dachte, damit kann ich das umgehen, aber nein. Um Luftangriffe zu ermöglichen. Kann ich hier durchfahren? Ja, kann ich. Nein. Boah, diese ganzen Fahrzeugabwehrgeschütze, die geben einen echt auf den Sick. Er erfasst mich schon wieder. Wo denn? Gut, das ist eine Höhe, die Wurst. Boom. 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 Das ist doch sowas. Oder wenn nicht. Ballern wir weiter rein. Boom. Oh, komm, Mann. Da müssen wir. So langsam. Vorwärts. Ich hätte auch gerne den anderen. Hier die Dingsbombs. Letzte Aktivierungssequenz eingeleitet. Zerstörung des westlichen Juggernaut steht unter Okay, ich mich hier raus. Da wollte ich eh drücken, weil ich eigentlich Kanonen baut und so, ne? Ach komm, so langsam wird's auch mal langweilig mit dem Panzer. Was nehmen wir denn? Juggernaut deaktiviert. Effizienzwertung annehmbar. Effizienzwertung annehmbar, ja. Aber ich kann mich über meine Effizienz eben nicht beschweren. Vor allem, okay, die Sache ist nie, wenn du halt im Panzer rumfährst wie nix. Aber du hast halt beschissene Übersicht mit dem Panzer, ne? Guten Abend, guten Tag. Au. Ach, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. War dann da nicht. Hallo. Block. Au. Das war, glaube ich, zu früh. Ich möchte mich jetzt erstmal wieder ein bisschen hochheilen. Oh, der Juggernaut schießt ja sogar auch. Irgendwann. Ah. Nein! Ich wollte den Juggernaut angucken. Penner. Östlicher Turbopanzer zur Sprengung verdrahtet. Da gibt's jetzt Vader vor die Nase.
Dem kann ich etwas umgehen. Guten Abend, guten Tag. Und immer was Lustiges, wenn ein Invader läuft, dann sieht man halt, hört man halt, wie seine Atmung da hochgeht. Na, 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 na. Selbst. Hi. Ich bin hier mal drin. Ein bisschen Pause machen. Ich glaube, hier sollte man eigentlich nicht drin sein, wenn man... Bleib doch. Hi. Das ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, hier draußen rumzugammeln. Wir haben die Verteidigung des Kreuzers eliminiert, aber der Widerstand der Klone ist nicht hinnehmbar. Kreuzt den Bereich von verbliebenen Turms und macht euch bereit für Phase 3. Sehr feindliche Kreuzer bereitet den Start vor. Verhindert das, indem ihr die vorderen und hinteren Treibstoffrohre sprengt. Wir werden das Schiff zerstören. Da habe ich vor. Danke. Ihr kennt meinen Preis. Ja, und er ist mir zu teuer für das, was du leistest. Na? Na? Was zum Weg? Ich bin leicht verwirrt. Geh ich ein Joe. Das Blöde ist, ich muss da jetzt rein. Hallo. Ja. Ich bin schmutzig. Der dunkle Lord der Sith ist schmutzig. Wie kann man das wagen? Hi. Vader. Ich bin schon manchmal echt enttäuscht von dir. Hi. Was? Eigentlich müsste ich den erwischt haben. Vader, geht's nicht gut! Ach, ich glaube, ich habe die falsche gedrückt eben. Fegt sie weg. Da würde ich auch gern sagen. Na, wie geht's da so? Ja. Natürlich, ne Schrotflinte! Wie gesagt, mit Yeezys ist nicht so meins. Da bleib ich lieber beim Panzer. Also mit Helden allgemein. Ich habe lieber große Objekte. Die nicht so viel die schön viel einstecken. Hallo? Nicht dein Ernst. Was macht der Panzer da? War da hoch? Au. Anscheinend gibt es gewisse Raumeinheiten. Oh, nicht dein Ernst. Da muss man ja im Prinzip schon fast da rein. Guten Tag. Da hinten gibt's was zu töten. Und da hinten. Ah, der Winkel, ey. Man muss echt mit dem. Ich habe gewartet. Winkel lernen zu spielen. Ich bin da jetzt echt gern rein. Aber ohne Deckung ist das, bringt mir das hier einen Scheiß. Au. Was war das denn? Ionenangriff? Die ganzen Walker sind hier recht konzentriert, muss ich sagen. Am liebsten, also wenn man so eine unabhängige Waffen hätte, würde ich jetzt das Schrotflinte mitnehmen. Oder wurde besiegt, bin ich etwas. Ich habe das Gefühl, ohne Fahrzeug- und Luftunterstützung kommen wir hier nicht da wirklich weiter. Letzter Countdown initialisiert. Verteidigt die vorderen Treibstoffrohre. Gut, ein Bliss. Minimap. Rede mit mir.
Treibstoffrohre detoniert. Beträchtliche Schäden am Kreuzer. Oh oh, ein neuer Feind ist eingetroffen. Ne, da war aber nichts. Innere Treibstoffrohre zur Sprengung verdrahtet. Wunderbar. Jeder Flächenbrand beginnt mit einem Pump. Implosion steht uns in Lade hoch. Acht, meine Verbündeten. Hält der Republik im Einsatzgebiet. Komm. Ah, na, wer ist der Bessere? Ich nicht, anscheinend. Au. Jeder, weg. Au. Du blöde Einheit, du solltest springen. Komm, nochmal als Panzer rein. Schwere Unterstützung. Verlängerung. Verteidigt die hinteren Rohre. Countdown der Sprengsätze nähert sich null. Das ist anscheinend hier nur Panzer-Gameplay. Komm. Sieg! Was? Nein! Der Kreuzer der Republik ist online. Wir kommen zu spät. Ich dachte wir... dachte, das wäre jetzt hochgegangen. Das ist doch nicht dein Ernst. So kurz davor. Ja. Das sind lange Matches. Naja, damit sage ich dann mal Punktestand. Oh, nicht schlecht. Aber wenn er die ganze Zeit hauptsächlich Panzer und Co. spielt. Alter, was hat der gemacht? Ich glaube, der ist doch die ganze Zeit mit Jäger rumgeflogen. Naja, damit sage ich dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gebe mich jetzt erstmal ans Rendern und muss dieses Spiel leider beenden. Auch wenn ich weiter gern spielen würde. Naja, damit sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen. Glaubt euch wohl, bleibt mir treu. Wir sehen.